Hallöchen, da sind wir mal wieder bei einer neuen Folge Minecraft. Ihr habt ja nicht lange warten müssen und ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich wollte auch gar nicht länger warten. A, wollte ich den Steg hier fertig bauen, was wir jetzt gleich mal auf die Schnelle tun. Und natürlich B, ich bin momentan so begeistert von dieser Welt, von unseren Projekten und vor allen Dingen von diesem Dorf, was wir da auf der anderen Seite des Meeres gefunden haben. Oder nennen wir es mal nicht Meer, sondern einfach nur großer, großer Teich oder See. Es ist einfach nur geil. Es ist einfach wirklich nur geil. Ja, mit dieser Idee jetzt den Steg darüber zu bauen, einfach mal unseren Nachbarn jeden Tag Hallöchen zu sagen und warte mal ganz kurz. Boah, krass. Voll fett die Katzenwolle in der Haare gehabt hier, in die Fresse gehabt, wollte ich gerade sagen. Oh mein Gott, Noten in der Zunge. Hilfe, das ist bestimmt die Hitze draußen. Alter, das ist man noch gar nicht mehr gewohnt, ne? Boah, hoffentlich reicht das jetzt noch, was ich hier gerade dabei habe. Sonst müssen wir einen neuen Cobblestone holen, bevor es weitergeht. Ist egal. Nee, momentan wieder Katze, ne? Weißt ja, Frühling und die verlieren ihr Fell. Ja, wenn du das dann in die Schnute kriegst, während du zockst, das ist, pah, dezent räudig. Ja, und Wetter. Mein Gott, Hammer ist das da draußen. Hammer. Ich habe heute sowas von geschwitzt. Ich bin heute nach ungefähr 7,5 Stunden auf Arbeit, bin ich dann so in mein Auto gestiegen und dachte bloß so, oh, Sauna ist einfach nur ein Scheißdreck dagegen. Sorry. Es ist. Boah, das siehst du, da war die Katze. Die macht sich ja gleich prompt bemerkbar. War gerade draußen mit dir auf dem Balkon. Naja, ein Kippchen rauchen, ein Bierchen trinken. Ihr kennt ja das Programm. Katze ist da mal gerne dabei, sielt sich da ein bisschen auf dem Boden rum, beobachtet die Vögel und allerlei Getier, was da draußen sonst noch so rumschwebt. Sitzt jetzt übrigens gerade in meinem Genick. Ich hoffe, die macht jetzt keine Dummheiten hier, sonst hört ihr mich bloß ganz kurz schreien. Und das ist dann lauter, wie wenn ich hier einen Creeper sehe. So. Ja, bin momentan mal wieder richtig selig. Ich meine, der Vitamin-D-Schuss, das ballert einen einfach so hoch. Man ist ausgeschlafen, man ist fit. Ja gut, nach der Arbeit hat man mal so ein Tief. Ich muss mal ein bisschen Energy hinter die Binde kippen, dass ich durchhalte bis heute Abend. Aber ganz ehrlich, es geht schon irgendwie. Man muss sich halt einfach was vornehmen. War auch eben zwischendrin mal beim Kumpel gewesen. Das ist auch krass, da geht's in eine voll fette Höhle da unten, ne? Hammer. So schaffen wir das, ich glaube eher nicht. Da wird uns der Cobblestone ausgehen. Das werden wir nicht ganz packen bis darüber. Ist erstmal egal. Der Wille ist da und Cobblestone haben wir auch noch genug. Ich muss dann halt bloß mal eben zurück ins Lager laufen. Wenn hier die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Cobblestone verbraucht sind. So. Back to Roots. Ja. Nee, es ist einfach. Super, was habe ich denn jetzt? Habe ich gerade wieder aus dem Fenster geguckt, weil die Sonne gerade so schön untergeht und lauf gleich mal in den Ozean rein. Fail. Mein Gott, was ist los? Was ist los? Die Hitze und das Bier. Und wir verlieren hier absolut das Gleichgewicht. Stürzen ins Meer. Ersäufen jämmerlich. Nee, Quatsch. Ja, nee, man ist einfach selig, weißt du, Arbeit läuft, Familie ist. Auch gesund, Freunde sind da, um einen rum, ne? Und ja, das Wetter dazu, das ist alles so enorm, was einen da so pusht. Ich find's einfach nur nice. Hier würde ich ganz gerne übrigens nochmal, damit das nicht ganz so abgeklatscht aussieht, den Kies wegmachen und hier so, ne? Dass eine richtige Treppe draus wird. Okay, jetzt ist das Ganze schon geil. Das hier übrigens sollte eigentlich ins Wasser fallen. Tut's aber nicht. Naja, müssen wir noch ein bisschen nachhelfen. So, jetzt geht quasi der Weg vom Nachbardorf durch unser Haus durch und dann auf der anderen Seite weiter bis ins Gebirge. Das ist also ein richtiger Autobahn-Highway, kannst du fast sagen. Und was ich mir heute so überlegt habe, ist einfach, es ist einfach, ich mach das hier weg, weißt du? Das war eine gute Idee mit diesen Bürgersteigen und das sieht auch nicht schlecht aus. Kann man nicht verleugnen, aber ganz ehrlich, zu viel. Es ist einfach zu viel. Und das Problem an der Sache ist, ich würde das wirklich nur gerne auf meiner Hauptstraße lassen, weil es sieht sonst einfach zu viel aus. Ich meine, das ist ja dann wirklich fast schon hier wie so ein,
keine Ahnung, fast wie ein Hindernisparcours sieht das aus, wenn du dich hier so umguckst, ne, überall diese Wortsteine. Nee, habe ich mir damals nicht so richtig überlegt, weiß ich bis heute nicht, wieso ich das gemacht habe. Es wird öfter mal Projekte geben, die wir irgendwann aufbauen und nach 100 Folgen vielleicht wieder abreißen. Oder in diesem Fall wahrscheinlich einfach nur nach 10 Folgen. Kommt vor, ist nicht so dramatisch, finde ich jetzt auch nicht so übel. Ich mach's einfach, es wird jetzt noch ein bisschen Zeit kosten wahrscheinlich. Anstelle dieser Ecken machen wir hier natürlich noch ein klein bisschen Licht hin, in Form von Fackeln. Ja. Nee, es ist auch auf Arbeit, so weißt du, man trifft einfach mal wieder auch Leute, die man schon längere Zeit nicht mehr gesehen hat. Erst heute wieder die Freundin, die Mutter von einem Kumpel. Alter, war das gerade die Katze? Die Mutter von einem Kumpel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, einfach nette Umgebung. Das ist vor allen Dingen so, was ich wirklich schätze. Die haben ein Familienverhältnis, wovon manche nur träumen können. Ich meine, manchmal ist es tatsächlich so, dass der Umgang so ein bisschen so ist wie, ja, gerade so ein bisschen aus der Kinderstube raus, weißt du? Aber das ist doch egal. Das ist doch egal. Man muss das einfach genießen. Man muss es schätzen. Man sollte die Familie allgemein eigentlich schätzen, weil man weiß wirklich nicht, wie lange man sie hat. Und irgendwann, wenn wirklich mal die Lichter ausgehen, wenn alles zu spät ist, weißt du, wenn du niemanden mehr hast, dann denkst du an diese Zeit zurück und denkst dir so, hättest du mal anders reagiert, hättest du mal anders gehandelt, hättest du damals vieles anders gemacht, hättest du den Kontakt vielleicht mehr geknüpft, hättest vielleicht das eine oder andere Mal, den einen oder anderen Tag mit der Familie verbracht wurde, stattdessen woanders hingegangen bist, etc. pp. Ihr kennt das Prinzip ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich schätze es, wenn Leute, egal wie alt sie sind, einfach noch ein Mutter-Kind-Verhältnis haben zu den Eltern so ein bisschen. Weil, wie gesagt, man weiß nicht, wie lange man das hat, ne? Und wenn es wirklich mal zu spät ist, boah, Leute, es werden sich so viele noch umgucken. Es werden sich wirklich so viele noch umgucken. Ich meine, es ist jetzt über 10 Jahre her, als ich das erste Mal mit dem Tod konfrontiert worden bin, als mein Großvater gestorben ist. Das ist ein so beschissenes Gefühl, Leute. Man wünscht es niemandem, aber es wird leider niemand davon verschont bleiben. Ich meine, jeder wird mal irgendwann mit dem Tod konfrontiert, das ist einfach so. Und ich muss sagen, es gibt nichts Schlimmeres. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, ich wüsste nicht, was schlimmer ist auf der Welt als der Tod. Wenn man selber mal irgendwann gehen muss, dann mag das vielleicht noch gehen, aber wenn man eine geliebte Person, sei es in der Familie, im Freundeskreis oder sonst wo, einfach so verliert, von einem Tag auf den anderen, weißt du, wenn jemand krank ist, Tage, Wochen, Monate, Jahre, und es zeichnet sich ab, dass diese Person irgendwann geht, ja, dann ist das in meinen Augen fair, dann ist das okay, man kann damit rechnen, man kann disponieren, man kann irgendwann davon ausgehen, man muss davon irgendwann ausgehen, aber von heute auf jetzt, weißt du, so einfach Schluss, sei es durch einen Unfall, sei es durch einen plötzlichen, ja, weiß ich, was es alles gibt, ne, Herzinfarkt, Schlaganfall, die sämtlichsten Ursachen, was weiß ich, oder durch sonstigen Unfall, ne? Oder, was ich auch leider schon erleben musste, nicht im Bekanntenkreis, aber einfach vom Hörensagen her, dass tatsächlich jemand ermordet wurde. Leute, Alter, das ist so schlimm. Wie überhaupt Menschen dazu in der Lage sind, anderen Menschen sowas anzutun. Ich meine, klar, es gibt immer einen Hintergrund und es gibt auch sicherlich in mehr als 50% der ganzen Fälle einen psychischen Hintergrund, aber ganz ehrlich, jemand, der für sowas zu sowas in der Lage ist, ist für mich, ja, der hat selber kein Leben verdient, ne? Das ist, ja, nee, also wie gesagt, einmal im Leben mit dem Tod konfrontiert und du wirst ein anderer Mensch, das ist einfach so, man lernt das Leben zu schätzen, man lernt anders mit diesen ganzen Sachen umzugehen, man lernt vor allen Dingen jeden Augenblick zu genießen. Ist euch wirklich mal, habt ihr mal wirklich bewusst das Leben genossen, einfach mal durchgeatmet und gesagt, ich lebe? Du fühlst für einen Augenblick, fühlst du echt anders und das sollte jeder im Leben mal machen. Ja, so ist das.